Hallo an alle, die hier zuschauen. Ich finde ja, jede Jahreszeit hat so ihre Materialien, mit denen man gerade ganz besonders gerne bastelt. Und vor Weihnachten, da gehören Zapfen definitiv zu meinen Lieblingsbastelmaterialien. Und aus denen bastle ich heute kleine Tannenbäumchen und die werden nachher so aussehen. Dafür braucht man eine Baumscheibe, einen Ast und einen Akkuschrauber mit Holzbohrer, Heißkleber, Papier, Draht und eine Zange, Zapfen, eine Lichterkette, Kugeln, Sternanis und Eukalyptus. Diese Bäumchen, die kann man in allen möglichen Größen basteln. Angefangen von so ganz kleinen Bäumchen, zum Beispiel als Dekoration fürs Fensterbrett, bis hin zu richtig großen Weihnachtsbäumen. Das Prinzip ist immer das gleiche. Ich nehme eine Baumscheibe. Und wer jetzt keine Baumscheibe hat, das klappt natürlich auch mit jedem anderen Stückchen Holz. Wichtig ist nur, dass es dick genug, also massiv genug ist, damit das Bäumchen später nicht wackelt. Und da bohre ich mir jetzt ein Loch rein und das mache ich mit einem Akkuschrauber und einem Holzbohrer. Das muss jetzt auch gar nicht allzu tief sein, ein guter Zentimeter reicht hier völlig aus. Und als Stamm für mein Tannenbäumchen verwende ich einen langen, dünnen Ast. Den werde ich jetzt gleich in das Loch reinkleben. Das heißt, Loch und Ast sollten so ungefähr den gleichen Durchmesser haben. Mein Ast hat jetzt einen Durchmesser von 15 mm. Und das Loch habe ich erst mit einem 15 mm starken Bohrer gebohrt. Sollte also perfekt passen. Das hält jetzt zwar schon so ziemlich gut, aber zur Sicherheit klebe ich meinen Baumstamm jetzt nochmal mit einem großen Klecks Heißkleber fest. Und hier kommt jetzt dieses typische Tannenbaumkleid dran. Das könnte man jetzt schon komplett aus Zapfen bauen. Da braucht man aber wirklich richtig viele Zapfen. Deshalb schummel ich ein bisschen und nehme ein Stückchen Packpapier. Könnt ihr wirklich jedes Papier verwenden, was ihr so da habt. Zum Beispiel Packpapier aus Paketen oder auch Zeitungspapier. Und das lege ich mir jetzt oben auf meinen Ast drauf. Und dann knüpfe ich mir das um den Ast drumherum. Und damit das Bäumchen nachher ein schönes Volumen bekommt, mache ich das gleiche mit zwei weiteren Stückchen Papier. Ihr nehmt einfach so viel Papier, bis man diese Tannenbaumform schon gut erkennen kann. Und dann wird das Ganze mit Bindedraht schön fest umwickelt. Und wichtig ist, dass man den Draht jetzt nicht immer nur ringsherum, also horizontal wickelt, sondern auch ein paar Mal über die Spitze drüber, also vertikal, damit das Papier nachher nicht verrutscht. Gut ist es, wenn das Papier jetzt also richtig schön fest und großzügig mit dem Draht umwickelt ist. Und weiter geht's mit Zapfen und auch da könnt ihr dieses Mal wieder alles verwenden, was euch gefällt und was ihr so findet. Ich verwende wieder verschiedene Sorten Kiefernzapfen und Lärche. Und Douglasie. Und die werden jetzt einfach alle um diesen Rohling drum geklebt und das mache ich mit Heißkleber. Und da bin ich großer Fan von wild durcheinander kleben, das heißt verschiedenste Zapfen in verschiedenste Richtungen zeigend, einfach schön dicht nebeneinander aufkleben. Und damit es auch wirklich richtig schön stabil wird, die meisten von euch wissen, was jetzt kommt, die Zapfen nicht nur am Papier, sondern auch aneinander festkleben. Und je weiter ich jetzt nach oben klebe, je kleiner werden auch die Zapfen, die ich da verwende. Ganz oben eignen sich prima diese ganz kleinen Lärchenzapfen.
oder zum Beispiel auch nicht geöffnete Kiefernzapfen. Und der letzte Zapfen ganz oben, der den Abschluss bildet, der wird senkrecht festgeklebt. Man kann das Bäumchen natürlich jetzt schon so lassen. Ich finde ja, nur mit Zapfen ist das auch schon richtig hübsch. Ich werde aber noch ein bisschen weiter schmücken und habe mich dafür Kugeln entschieden. Und zwar passend zu meinem diesjährigen Adventskranz für rote Kugeln. Die bekommt man in ganz unterschiedlichen Farbvarianten und auch Größen zu kaufen. Da sucht ihr euch einfach aus, was euch am besten gefällt. Wichtig ist nur, dass man darauf achtet, dass man gedrahtete Kugeln nimmt. Das meint also Kugeln, die statt dieser typischen Weihnachtsbaumaufhängung einen Draht eingeklebt haben. Ich meine, den Draht, den könnte man sich jetzt auch mit einem Klecks Heißkleber selber dort reinkleben, aber so ist es viel einfacher. Und ganz wichtig ist noch, dass man Kugeln in verschiedenen Größen nimmt. Die Idee ist, dass ich das Bäumchen unten mit relativ vielen Kugeln schmücke und nach oben hin immer weniger Kugeln verwende. Und dafür nehme ich mir jetzt eine so eine Kugel und biege mir den Draht am Ende zu einer kleinen Schlaufe. Da kommt jetzt ein Klecks Heißkleber drauf und das klebe ich mir jetzt zwischen die Zapfen an das Bäumchen. Und wenn man die Kugeln jetzt weiter nach oben klebt, dann sind die Drähte, wenn man sie nur einmal umknickt, einfach viel zu lang. Ich möchte ja weiter oben, dass die Kugeln jetzt richtig zwischen den Zapfen liegen und deshalb knicke ich mir den Draht einfach nochmal um. Und ich finde ja, je höher man so einen Weihnachtsbaum jetzt dekoriert, je kleiner sollten eigentlich auch die Kugeln werden, die man da so aufklebt. Aber so ganz, ganz mini kleine Weihnachtskugeln habe ich nirgends gefunden. Keine Ahnung, ob es die überhaupt gibt, aber ich habe eine gute Alternative dazu und das sind Perlkopfnadeln. Die sehen fast aus wie Mini-Weihnachtskugeln und die lassen sich mit der Spitze richtig gut im Weihnachtsbaum feststecken. Und was wäre ein Weihnachtsbaum ohne eine Lichterkette? Für mich gehört die auf jeden Fall dazu. Und die klebe ich an der Baumscheibe und an dem Baumstämmchen fest. Wickle sie dann um das Bäumchen drum. Sieht doch schon schön weihnachtlich aus und damit es jetzt auch noch weihnachtlich riecht, klebe ich Sternanis und Eukalyptusfruchtstände drauf. Und dieses Mal verwende ich keinen getrockneten, sondern frischen Eukalyptus. Den bekommt man im Blumenladen. Da kauft ihr euch einfach 2, 3 so Stängelchen. Die reichen locker für so einen ganzen Baum aus. Und das Schöne daran ist, dass diese kleinen Früchte auch im trockenen Zustand genauso schön grün bleiben. Und mit diesen kleinen Eukalyptusfruchtständen kann man prima den Draht der Lichterkette verstecken und dadurch entsteht ein richtig hübsches indirektes Licht.